Herzlich willkommen zu den heutigen Webinaren mit dem Thema Buchhaltung Grundlagen und die dann im zweiten Teil Buchhaltung der Kontenrahmen. Mit der wollen wir jetzt also einen riesigen Reigen von Webinaren eröffnen. Alle Webinare eben, die sich im weitesten Sinne um die Buchhaltung drehen, also bis hin zu Spendenquittungen ausstellen und Auswerten von Finanzen, Budgetpläne erstellen und so weiter. Alles das werden wir also jetzt in diesem riesengroßen Reigen dieser Schulungen machen. Insgesamt werden das so an die 45, 50 Schulungen werden. Und ja, nach diesen 45, 50 Schulungen hört sich jetzt wesentlich schlimmer an, als es dann im Endeffekt ist, wissen wir alles über die Buchhaltung in NetXP-Verein. Okay, ich beginne heute, wie gesagt, also mit den Grundlagen. Das bedeutet, wir machen das Ganze jetzt erstmal theoretisch durch, was es denn bedeutet, Buchhaltung in NetXP-Verein zu betreiben und wo eben die sogenannten, ja, diese Fallstricke liegen ein wenig oder wie wir uns diese Vereinsbuchhaltung eben im NetXP-Verein vorstellen oder wie wir uns so eine Vereinsbuchhaltung insgesamt vorstellen. Ja, NetXP-Verein ist eine integrierte Software. Das bedeutet, dieses Modul Buchhaltung ist nicht separat zu betrachten, sondern dieses Modul Buchhaltung ist Teil dieses Gesamtsoftwarepaketes. Und innerhalb dieses Gesamtsoftwarepaketes ist eben die Buchhaltung ein fest eingebauter Teil des Ganzen. Diese Buchhaltung jetzt allein betrachtet, oder diese Buchhaltung jetzt einmal separat betrachten kann man nicht. Wie gesagt, also weil eben diese Buchhaltung eben ein Teil ist. Das heißt, diese Buchhaltung ist unter anderem verwebt mit der Mitgliederverwaltung. Das bedeutet, ich kann natürlich innerhalb der Buchhaltung oder innerhalb des Finanzmanagements, nennen wir es mal so erweitert so, kann ich natürlich Beiträge einziehen. Ich kann natürlich auch meinen Mitgliedern eventuell wieder Geld zurücküberweisen. Ich kann auch oder ich muss auch den Bereich der Kommunikation mit einbeziehen, denn es ist zum Beispiel möglich, hier Rechnungen zu erstellen und diese Rechnungen mit dem Kommunikationsmodul eben per E-Mail wieder wegzusenden. Und natürlich muss ich also auch den Bereich der Benutzerverwaltung mit einbeziehen, denn ich kann diese Benutzer, die ich hier habe, mit den unterschiedlichsten Rechten ausstatten. Also das bedeutet, dass diese Buchhaltung eben, wie gesagt, sich in allen Bereichen von NetXP Verein niederschlägt. Ganz grundsätzlich besteht die Buchhaltung aus mehreren Teilen. Zum einen, was heißt diese Finanzverwaltung, sage ich jetzt mal, weniger die Buchhaltung. Wir beginnen innerhalb der Finanzverwaltung mit den sogenannten Finanzdaten. Die Finanzdaten, in denen sind unsere Bestandskonten. In diesen Finanzdaten sind unsere Bestandskonten abgelegt. Das bedeutet, diese Bestandskonten, das sind eben reell existierende Konten, wie Girokonten, Sparbücher, Festgeldkonten, reell existierende Barkassen, PayPal-Konto, eventuell nicht, also ja, also habe ich schon gesagt, Sparbücher eben, für die es jetzt eventuell kein Online-Banking gibt. Das sind eben diese Bestandskonten. Und eines oder zwei dieser Konten muss man hier noch dazu zählen. Und zwar sind das einmal eben sogenannte Darlehen. Das ist logisch. Also ich muss natürlich hier dann auch meine Darlehen pflegen, weil das sind ja auch reell existierende Konten. Und es gibt hier also immer noch sogenannte Verrechnungskonten. Das würde ich persönlich immer empfehlen einzuführen. Das braucht jeder Verein irgendwann mal. So, Verrechnungskonto ist eine theoretisch reell existierende Kasse. Da kommen wir aber viel später noch dazu. Und fast jeder Verein braucht eben sogenannte ja, Abschreibungskonten. Das heißt also, ja, wie soll ich sagen, ja, Konten, in denen eben Dinge abgerechnet werden. Also Abschreibungskonten oder Anlagekonten, jetzt ist mir wieder eingefallen. Also jeder Verein braucht praktisch noch ein Anlagekonto, in dem praktisch der theoretische Wert seiner Anlagen noch vermerkt ist. Also, das bedeutet, ich habe also hier reell existierende Kassen und Konten innerhalb der Kontoverwaltung. Dann kann ich natürlich in NetXP Verein, ich springe jetzt ein bisschen, kann ich natürlich auch Zahlungsverkehr betreiben. Das bedeutet, ich kann jetzt direkt aus der Software raus
eben beispielsweise mit meiner Bank in Kontakt treten und kann dann direkt aus der Software raus Überweisungen wegsenden oder Lastschriften wegsenden. Das kann ich also alles direkt aus der Software NetXP Verein raus. Ich brauche keine zusätzliche Software, mit der ich das Ganze machen kann, sondern ich kann das, wie gesagt, also direkt da drin machen. Es ist auch im Gegensatz zu anderen Buchhaltungsprogrammen nicht nötig, dass ich jetzt irgendwelche Kontoumsätze abtippe, denn die Kontoumsätze, die ich in NetXP Verein hier oder die bei meiner Bank hinterlegt sind oder die bei meiner Bank erzeugt werden, die kann ich mit dem integrierten Online-Banking auch direkt in die Software abholen. Das bedeutet, es ist also grundsätzlich nicht möglich, Buchungen auf Girokonten eben abzutippen. Ja. Jetzt haben wir schon eben gesprochen über die Umsätze. Das heißt, also alle meine Konten weisen über unterschiedlich viele Umsätze oder weisen unterschiedlich viele Umsätze auf. Das bedeutet, ich habe also eine Vielzahl von Einzahlungen auf mein Girokonto und genauso wahrscheinlich auch leider eine Vielzahl von Auszahlungen von meinem Girokonto. Und diese Ein- oder Auszahlungen, das sind eben dann Kontobewegungen und diese Kontobewegungen, die müssen jetzt kategorisiert werden. Und diese Kontobewegungen werden in Form von Buchungen kategorisiert in einen sogenannten Kontenplan, also in interne Konten. Und diese internen Konten nennen wir Einnahmen und Ausgabestellen. Das betrifft dann heute den zweiten großen Teil, das ist eben der sogenannte Konto- oder Kontenrahmen. Dieser Kontenrahmen, der in NetXP Verein zur Verfügung steht, ist nichts anderes, das kann ich jetzt schon mal verraten, ist nichts anderes als der sogenannte SKR 49, der eben in vier Sphären, der sich in vier Sphären aufteilt. Einmal in den ideellen Bereich, in die Vermögensverwaltung, in den Zweckbetrieb und in mindestens einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Dieser Kontenrahmen ist voll anpassbar. Das bedeutet, Sie können den, wenn Sie wollen, selbst verändern. So wie er am allerbesten zu Ihrem Verein passt. Das heißt also, dieser Kontenrahmen ist jetzt nichts Fixes oder Festes, sondern diesen Kontenrahmen können Sie anpassen, wie Sie wollen. Ja, das bedeutet also, wir haben also hier unsere Bestandskonten, wir haben die Bewegungen von und zu diesen Konten und wir haben im Endeffekt jetzt schon diese Einnahmen und Ausgabenstellen, wo diese ganzen Buchungen hier später landen werden. Ja, wenn wir über Buchungen sprechen, dann muss man immer in NetXP Verein zwei Sachen ganz, ganz eklatant und ganz entscheidend voneinander trennen. Und zwar ist es einmal, sind es die Buchungen an sich und es sind die Kontoumsätze. Viele Kassenführer in NetXP Verein haben hier noch immer ein leichtes Verständnisproblem. Was ist denn ein Kontoumsatz und was ist eine Buchung? Ich versuche das jetzt mal ganz einfach zu erklären. Wenn ich eine Einzelbuchung mache, das bedeutet, ich mache jetzt mal, wenn ich eine Einzelbuchung mache, dann wird diese Einzelbuchung in Form einer eventuellen Überweisung oder Einzellastschrift zur Bank gesandt. Das heißt, es wird also sofort ein Datensatz erzeugt, der zur Bank wandert. Es wird aber auch ein zweiter Datensatz erzeugt, der sich später in der Buchungskontrolle im Register offene Forderungen wiederfindet. Und dieses, also der eine Datensatz, der geht zur Bank, wird irgendwann bei der Bank gebucht und wird dann in Form eines Kontoumsatzes uns wieder zur Verfügung gestellt. In der Zwischenzeit oder von Anfang an finde ich aber hier drin in diesen offenen Forderungen immer auch schon meine offenen Buchungen. Das heißt, hier werden dann die Buchungen gespeichert in der Zwischenzeit. Und später werde ich selber als Kassier die Buchung mit den entsprechenden Kontoumsätzen verbinden. Das bedeutet, ein Kontoumsatz ist keine Buchung, eine Buchung ist kein Kontoumsatz. Ein Kontoumsatz kann viele Buchungen beinhalten. Schauen Sie mal beim Beitragseinzug, so jetzt mal haben Sie 1000 Mitglieder, die Bank schreibt Ihnen einen Posten gut. Das heißt, dieser eine Umsatz kann sehr viele Beitragsbuchungen beinhalten. Es kann aber auch sein, auf der anderen Seite, dass eine Buchung sehr viele Kontoumsätze umfassen kann.
wenn zum Beispiel Sie von einem Mitglied 100 Euro Beitrag wollen und der aus Geldmangel 10 Mal in 10 Euro Raten zahlt, dann wären das schlussendlich später 10 Kontoumsätze, die am Schluss aber wiederum nur eine einzige Beitragsbuchung ergeben würden. Also diese beiden Sachen darf man eben nicht verwechseln. Kontoumsätze sind Kontoumsätze und Buchungen sind Buchungen. Es gibt in NetXP-Vereinen Bestandskonten, also sind wir jetzt wieder ganz am Anfang, Bestandskonten, wie zum Beispiel Barkassen. Barkassen haben überhaupt keine Kontoumsätze. Barkassen bestehen nur aus Buchungen. Da habe ich keine Bank, wo ich irgendwas hinschicke und irgendwie da irgendwas abhole, sondern ich tippe diese Buchungen direkt eben in diese Barkasse ein. Das heißt also, im Fall von Barkassen habe ich keine Kontoumsätze und Buchungen, sondern hier habe ich nur Buchungen. Bei allen anderen Kontoarten wie Girokonten, Sparbücher etc. habe ich immer Kontoumsätze und die kann ich dann zu einer oder mehreren Buchungen zusammenfügen. Ist es soweit bewusst jetzt? Oder sagen Sie, es ist immer noch ein bisschen kompliziert? Okay, dann machen wir weiter. Also soweit ist es klar, also ich habe meine Bestandskonten, ich habe meinen Kontorahmen, die Bewegungen innerhalb dieser Bestandskonten oder von und zu diesen Bestandskonten werden dann eben im entsprechenden Kontenrahmen abgelegt. Ja, jetzt ist es in NetXP-Vereinen möglich, eine sogenannte, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Kostenträgerrechnung zu verwenden. Das heißt also eine Projektkostenrechnung. Wir können in NetXP-Verein verschiedene Projekte anlegen. So Projekte sind beispielsweise Unternehmungen des Vereins, sind eventuell Ausflüge des Vereins oder andere in sich abgeschlossene finanzielle Einheiten. Diese Projekte können später innerhalb der Buchhaltung einfach mitgebucht werden und können dann eben später separat ausgewertet werden. Beispiel, ich habe das ganze Jahr, kaufe ich Getränke ein im Verein, und verkaufe Getränke auch wieder, eventuell in einem vereinseigenen, im Vereinsheim selbst. Einmal im Jahr für einen sehr beschränkten Zeitraum, für 3 Tage, habe ich aber auch ein Volksfest, das der Verein veranstaltet. Und dieses Volksfest will ich natürlich separat abrechnen. Das bedeutet, ich buche das ganze Jahr meine Getränkeeinnahmen auf Getränkeeinnahmen und das ganze Jahr buche ich Getränkeausgaben auf Getränkeausgaben. Für die Zeit des Volksfests oder die Getränkeeinnahmen oder Ausgaben, die das Volksfest betreffen, die buche ich aber dann zusätzlich noch mit dem Projekt Volksfest, um dieses Volksfest eben später centgenau abrechnen zu können. So funktioniert dann eben das in NetXP-Verein und wenn wir das dann in den nächsten Wochen dann eben direkt wirklich buchen, dann werden Sie sehen, das ist sehr einfach und vor allen Dingen ist es dann schlussendlich sehr interessant. Erst heute wieder einen Fall gehabt, dass ein Verein, habe ich erst mit heute gesprochen, die machen seit Jahren ein Projekt, also ein Unternehmen oder eine Unternehmung und bis jetzt dachten sie immer, dass sie da mordsmäßig Geld verdienen. Und das haben sie jetzt mal wirklich auseinander gebucht, also wirklich korrekt gebucht, wirklich die Ausgaben wirklich in das Projekt und auch die Einnahmen, die tatsächlich angefallen sind in das Projekt. Und jetzt ist rausgekommen, dass eigentlich nicht viel verdienen. Also eigentlich rentiert sich das Ganze nicht. Jetzt haben sie aber halt gesagt, ja, aber inzwischen ist es Prestige und sie werden es natürlich weitermachen. Das ist ja ganz gut. Also, das ist dann eben diese Projektkostenrechnung. Wenn wir schon in der Buchhaltung sind und wir von Vereinen sprechen, dann ist es natürlich klar, dass wir mit NetXP-Verein Spendenquittungen erstellen können. Bedingt durch die Tatsache, dass wir natürlich sehr viele Sportvereine haben, was man ja auch sieht, was heute so an Vereinen hier ist, ist es auch üblich, dass Sportvereine Werbeflächen zum Beispiel zur Verfügung stellen gegen ein Entgelt und das Ganze auch dann den entsprechenden Werbetreibenden in Rechnung stellen muss. Aus diesem Grund, oder es wird auch immer mehr bei den Vereinen üblich, dass man also eventuell auch Sportmaterial, Fanmaterial oder andere Sachen eben beim Verein kaufen kann, was meistens den Sport betrifft, Kurse zum Beispiel. Und auch die kann man in Form von einem kleinen Rechnungswesen eben dann den entsprechenden Personen in Rechnung stellen.
Dann werden natürlich in NetXP-Vereinen kann ich Lieferanten erfassen. Das sind also immer wiederkehrende Geschäftspartner, befreundete Firmen oder bekannte Firmen, mit denen ich immer wieder in Kontakt trete. Also ganz einfach, um hier also nicht ständig die Daten neu abtippen zu müssen. Dann gibt es hier einen Punkt Spenderlisten. Was sind Spenderlisten? Spenderlisten sind sogenannte, das sind Spendenquittungen für sogenannte Dauerspender. Habe ich zum Beispiel einen Spender, der einmal im Jahr einen Betrag spendet, dann bekommt er von mir eine Spendenquittung. Habe ich jetzt eventuell jemanden, der 12-mal im Jahr 5 Euro spendet, dann sollte ich eine sogenannte Sammelspendenquittung ausstellen, denn diese Sammelspendenquittung ist also ein ganz normal offiziell anerkanntes Dokument, ist eine Spendenquittung, die über mehrere Spenden oder indem ich mehrere Spenden von einer Person im Jahr zusammenfassen kann. Das sind dann hier in diesen Spenderlisten drin. Wir sehen dann später natürlich also auch, werden wir uns einmal die Kontodatenprüfung anschauen. Das heißt, immer bevor ich einen Beitragseinzug mache, sollte man sich das eventuell mal anschauen, diese Kontodatenprüfung. Denn wenn es zum Beispiel eine Bankenfusion gibt, von der ich jetzt nichts mitbekomme und eines meiner Mitglieder von dieser Bankenfusion betroffen ist, dann kann es sein, dass hier plötzlich steht, IBAN falsch dass sich das Kreditinstitut gewechselt hat oder geändert hat. Und das sehe ich hier, bevor ich das Ganze zur Bank schicke und werde also so geschützt davor, dass ich eben irgendwelche Rücklassschriften verursache. Also das ist dann die Kontodatenprüfung hier. Innerhalb der Buchhaltung oder innerhalb des Finanzwesens von NetXP-Verein kann ich dann natürlich also nicht nur Einzelbuchungen ausführen. Entschuldigung, ich bin jetzt bei einer Massenänderung. Wir betreiben Buchhaltung. Es kann sein, dass am Jahresende dann, dass wir zum Steuerberater gehen und der sagt, ja, das ist alles toll, was du gebucht hast, aber jetzt ist ein ganz besonderer Fall eingetreten. Jetzt muss man alles ändern. Und um das Ganze also dann nicht alles manuell und sehr aufwendig ändern zu müssen, gibt es eben dann hier innerhalb der sogenannten Massenänderung die Möglichkeit, Finanzdaten in irgendwelcher Form oder Buchungen, Kontoumsätze, Projekte oder Sparten eben hier sehr komfortabel in der Masse ändern zu können. Werden wir dann besser sehen, wenn es soweit ist. Ja, bitte. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen, nochmal zu spenden? Hatte mal mich selber stumm geschaltet. Der vereinfachte Zuwendungsnachweis. Wie gehe ich denn mit dem um? Ja. Ja, der vereinfachte, der ist eigentlich weg. Wenn man es mal rein formal juristisch betrachtet, also vielleicht für alle anderen, die das nicht wissen, was das ist, die vereinfachte Zuwendungsbestätigung ist nichts anderes als der Kontoauszug des Spendenden. Das bedeutet also, der Spendende müsste, also wenn er Geld überweist dem Verein, bis zu einer Höhe von 250 Euro, dann sagt das Finanzamt, reicht der Kontoauszug als Spendennachweis. Dieser Kontoauszug muss aber alle Daten umfassen, die eine normale Spendenquittung auch umfasst. Das bedeutet, da muss drinstehen die Steuernummer des Vereins. Es muss drinstehen, das Datum des letzten Freistellungsbescheids. Es muss drinstehen, die letzten geprüften Kostenjahre. Es muss drinstehen, ob die Satzung auch angeschaut wurde, also diese besondere Feststellung der satzungsgemäßen Voraussetzungen. Diese ganzen Daten müssten müssen also auch in diesem Kontoauszug erscheinen. Bei der Einführung. Darf ich einen Hinweis geben? Ja. Man kann natürlich auch als Verein mit der Beitragsrechnung dem Mitglied eine Bescheinigung, eine Seite ausstellen, wo das alles drinsteht. Denn auf den Kontoauszug kriegen Sie das nun mal nicht alles, was finanzamtstechnisch gefordert ist. Genau, das will ich gerade sagen, das geht nämlich nicht, weil mit SEPA wurde das Ganze, der Verwendungszweck, also auf 140 Zeichen beschränkt. Und damit ist für mich persönlich und auch für viele andere ist es eben nicht mehr möglich, eben einen korrekten, das Ganze korrekt durchzuführen, sagen wir mal so.
wenn die Fragestellung jetzt zu spezifisch ist und die anderen nicht interessiert, dann ziehe ich die jetzt zurück. Na, macht nichts, aber ich wollte nur eins dazu sagen. Es ist auch so, dass es sehr wenig Vereine gibt, also das heißt, es gibt sehr viele Vereine, bei denen die Mitgliedsbeiträge als Spende absetzbar sind. Bei uns zum Beispiel, ja. Nein, nicht. Also es sind nicht genau zwei Arten von Vereinen, und zwar Fischer- und Sportvereine, die dürfen Mitgliedsbeiträge nicht absetzen. Doch, ich darf absetzen. Ich habe ja ein Bescheid des Finanzamts und ich bin ein Angelverein, aber da wir Naturschutz und Landschaftspflege fördern, okay, gibt es Finanzamtsbescheid, dürfen wir auch abziehen. Aber ich glaube, jetzt wird es wirklich zu spezifisch. Ja, das ist dann. Ich nehme mich dann nochmal so separat ansehen. Der Angler und der Sportler normal dürfen es nicht abziehen. Also das ist ein, ja. Wenn man Landschaftspflege mit dabei hat, ist das cool, ja. Okay, also das sind dann eben diese, wo waren wir denn? Waren wir bei der Massenänderung. Ja. Wie gesagt, es gibt also die Möglichkeit, hier auch also Zahlungsverkehr zu machen, direkt aus der Software. Das bedeutet, ich kann also hier direkt Buchungen für die Bank erstellen. Ich kann also jetzt hier mein Girokonto bebuchen und diese Buchung dann mit einem Klick, zu dem kommen wir dann gleich, zur Bank schicken. Das heißt also, ich kann hier mein Online-Banking einrichten. Das sind aber die beliebtesten Schulungen. Kann dann eben mit dem integrierten Online-Banking die Sachen direkt zur Bank schicken, ohne dass ich eine Fremdsoftware oder eine weitere Software dazu benötige. Und das kann ich natürlich in Einzelbuchungen machen. Ich konnte es dann später auch in Massenbuchungen machen. Und zu dem kommen wir jetzt gleich, zu der bekanntesten Massenbuchung überhaupt. Lassen Sie mich aber nur einen Satz loswerden. Natürlich kann ich hier in diesen Einzelbuchungen auch direkt mein Kassenbuch führen. Also auch hier wird eben dann die Kasse bebucht, und wir erinnern uns wieder, wenn ich hier also ein Girokonto bebuche, dann wird also ein Kontoumsatz schlussendlich erzeugt. Wenn ich eine Barkasse bebuche, dann wird kein Kontoumsatz erzeugt, sondern dann wird, also Entschuldigung, macht man es immer so, bei einer Buchung mit dem Girokonto wird ein Kontoumsatz erzeugt und eine Buchung, und wenn ich mit der Kasse arbeite, dann wird kein Kontoumsatz erzeugt, aber nur eine Buchung. Das sind ganz, ganz zwei wichtige Sachen in NetXP-Vereinen. Ja, wie gesagt, ich bekomme schon wieder Spam-Mails. Ja, also das sind eben zwei ganz wichtige Punkte. Was ist ein Kontoumsatz und was ist eine Buchung? Und jetzt kommen wir zu den berühmtesten. So hat sich NetXP-Verein beim. Ist unglaublich zurzeit. Jetzt kommen wir zu den wichtigsten Buchungen in NetXP-Verein, und zwar zu den sogenannten Massenbuchungen. Die wichtigste Buchung oder die wichtigste Massenbuchung in NetXP-Verein ist nichts anderes als der Beitragseinzug. Diesen Beitragseinzug, den ich hier erstelle, erzeugt schlussendlich eine kleine Anzahl von Kontoumsätzen, meistens nur einer, und eine große Anzahl von Buchungen. Das ist also nichts anderes als eine Sammellastschrift. Ich kann aber hier nicht nur eine Sammellastschrift erstellen für die Beiträge, sondern ich kann hier Sammellastschriften erstellen mit einer freien Mitgliederwahl. Das bedeutet, hier kann ich also beliebig viele Mitglieder anhaken und die mit unterschiedlichsten einzuziehenden Beträgen ausstatten. Ich kann das Ganze auch hier über Mitgliedergruppen buchen. Das heißt, vorher kann ich in der Mitgliederverwaltung kann ich Mitgliedergruppen erstellen, und diese Mitgliedergruppen kann ich dann in der Finanzverwaltung auch, wenn ich das will, abrechnen. Bei dieser freien Mitgliederwahl kann ich also nicht nur Sammellastschriften erzeugen, sondern also auch Sammelüberweisungen, genauso wie bei diesen Mitgliedergruppen. Kann ich also nicht nur Lastschriften, sondern auch Überweisungen erstellen. Bei der Buchungsart Beiträge kann ich natürlich nur Sammellastschriften erstellen. Das ist, wie gesagt, eine auch, ja, auf diese Beitragseinzugsschulungen freue ich mich schon immer, denn die sind immer eigentlich die am bestbesuchtesten. Ja, wie gesagt, also NetXP-Verein beinhaltet also auch ein Online-Banking, und immer, wenn ich irgendwas mit dem Online-Banking machen will, klicke ich auf diesen Menüpunkt Bankenübertrag, denn dieser Bankenübertrag ist nichts anderes als die Verbindung von mir zur Bank. Das heißt, habe ich Buchungen, wie hier habe ich jetzt zwei Buchungen, die ich zu einer Bank schicken will, um von der Bank gebucht zu werden, finde ich den Bankenübertrag.
Und auch wenn dieses Menü hier leer ist, kann ich im Bankenübertrag meine Kontoumsätze von der Bank jeweils abholen. Das ist also der Verbindungspunkt eben zu den Banken. Wenn ich Massenbuchungen erstelle, wie wir es gerade in Form zum Beispiel einer Beitragsbuchung gemacht haben oder haben könnten, dann ist es so, dass ich praktisch ja eine Massenbuchung erzeugt habe. Und Massenbuchungen werden im NetXP-Verein immer in Form von sogenannten Buchungslisten abgelegt. Das bedeutet, eine Buchungsliste ist eine Art von Buchung, für die es später eine einzige Gutschriftenzeile gibt oder eine einzige Überweisungszeile, sich aber sehr viele Buchungen dahinter verstecken. Diese Buchungslisten, das freue ich mich auch schon, das ist auch eigentlich fast immer die interessanteste Schulung, denn ich habe mir zum Beispiel eine Buchungsliste vom letzten Jahr und wenn ich diese Buchungsliste öffne, sehe ich, dass ich hier auf 34 Einzelposten Überweisungen warte. Das freut mich dann auch schon, wenn es soweit ist. Diese Buchungslisten können verschiedene Status haben. Und zwar gibt es hier unbearbeitet, dann gibt es in Arbeit und es gibt abgeschlossen. Also das sind dann diese verschiedenen Status der Buchungslisten. Ich kann in NetXP-Verein Rechnungen erstellen. Ich kann Rechnungen buchen, ich kann Rechnungen zum Teil buchen, ich kann Mahnungen erstellen. Alles das können wir hier in der Rechnungsübersicht. Ja, in der Buchungskontrolle wird die eigentliche Buchhaltung durchgeführt. Das heißt also, innerhalb der Buchungskontrolle verbinde ich Buchungen mit Kontoumsätzen. Das muss immer passen. Also hier drin verbinde ich, eben was wir vorher gesagt haben, Buchungen mit Kontoumsätzen. Es ist in den letzten Jahren in NetXP-Verein erheblich einfacher geworden, weil wir also die Software ständig, ich sage mal in Anführungszeichen, schlauer machen und wird auch in Zukunft immer schlauer werden, diese ganze Buchhaltung. Jetzt momentan ist es noch, ich sage bei 1000 Buchungen sind es ungefähr 2 Stunden Arbeit im Jahr und in Zukunft wollen wir das so weit reduzieren, dass das also nur noch wenige Minuten sind für 1000 Buchungen pro Jahr. Ja, wie gesagt, also das ist die Buchungskontrolle. In der Buchungskontrolle sehe ich auch alle sogenannten offenen Forderungen. Das sind sogenannte Buchungen, die ich erwarte. Zum Beispiel erzeugen wir einen Beitragseinzug. Dann haben wir hier dieser Beitragseinzug. Macht man einen besseren Beitragseinzug? Na, der ist auch langweilig. Ja, ich habe zum Beispiel einen Beitragseinzug erstellt. Ja, den habe ich gerade vorher rausgelöscht. Und dieser Beitragseinzug, der umfasst eben hier eine Vielzahl von Posten. Und das wären also lauter Zahlungseingänge von Menschen, auf deren Überweisung ich warte. Hier wurden also innerhalb der offenen Forderungen die Buchungen soweit schon vorbereitet, dass ich eben eine Erwartungshaltung habe. Ich erwarte also 15 Euro und jetzt erwarte ich als Schatzmeister eben drauf, dass hier dieses zum Beispiel Mitglied Buchner Mia eben diese 15 Euro an den Verein überweist. Wenn diese Überweisung eintrifft, dann kann ich diesen Kontoumsatz der Überweisung eben mit der offenen Forderung verbinden und damit eben die Buchung dann schlussendlich schreiben. Wie gesagt, wenn es dann soweit ist, freue ich mich schon, weil da wird vieles dann immer klarer. Es gibt eine ganz besondere Art von Buchungen, und zwar sind die normalen Eingänge oder Ausgänge auf dem Konto, das sind sogenannte leistungsbehaftete Buchungen. Das bedeutet, wenn Sie Geld überweisen für Strom oder wenn Ihnen das vom Konto abgebucht wird, dann erhalten Sie als Gegenleistung von Ihrem, also für Ihr Geld Strom vom Stromanbieter. Wenn aber Sie einen Beitrag einziehen und der Beitrag wird Ihnen dann von der Bank wieder zurückgebucht, weil eventuell das Mitglied zu wenig Geld am Konto hat oder die IBAN falsch ist oder andere Sachen, dann ist das eine andere Art von Buchung und zwar nennt sich das dann ein Rückläufer. Das, glaube ich, kennt jeder Schatzmeister nur zu gut. Und diese Rückläufer können also in NetXP-Freien oder müssen auch in NetXP-Freien ganz besonders behandelt werden. Und zwar kann ich dann eben hier Rechnungen erstellen. Ich kann sagen, Mensch, ich will die nicht mehr einziehen, sondern die muss ich jetzt überweisen oder ich will die nochmal einziehen. Auch auf das freue ich mich schon.
Dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, alle Kontoumsätze, die ich von den Banken abgeholt habe, in mir in irgendeiner Art und Weise oder Form anzuschauen. Das kann ich also dann hier in den Konto umsetzen. Ich kann in NetXP-Verein Budgets planen. Das heißt also, ich plane jetzt schon, wie viel das ich eben dann nächstes Jahr ausgeben will. Und ich kann meine Finanzen auswerten. Und diese Auswertungen betreffen alles. Das heißt also, innerhalb dieser Finanzauswertungen kann ich Kassenbücher drucken, ich kann Einnahmenüberschussrechnungen drucken, ich kann Kontenübersichten drucken, Projektauswertungen oder Spartenauswertungen. Und hier wird also in Zukunft auch noch viel mehr eben mit dazukommen. Ja, wie gesagt, das sind eben jetzt diese ganzen Finanzauswertungen. Ja, das war jetzt erstmal diese Grundlagen der Buchhaltung. Das heißt, wir haben uns jetzt mal angeschaut, was gibt es in der Buchhaltung eigentlich alles, was sind Bestandskonten, was ist der Kontenrahmen. Und ja, mit dem ersten oder mit dem nächsten Webinar heute, mit dem sogenannten Kontenrahmen, geht es das erste Mal schon ein bisschen in die Tiefe. Gibt es jetzt für die Grundlagen erstmal noch Nachfragen?